Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ja, und ich werde gleich was dazu sagen, weil der Sound etwas laut ist. So, das ist besser. Und Guten Tag. Hallo Varif. So, jetzt nochmal ein herzliches Willkommen bei einem neuen Let's Play, und zwar von Diablo 2 Lord of Destruction, schon mit der Erweiterung. Und wir fangen mit den Totenbeschwörer, mit den Nekromancer an. Ja, was soll man dazu sagen? Diablo 3 werde ich nicht sofort Let's Playen, weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt dann noch jemand angucken würde. Weil, ich meine, von Gronkh, Sarazar und keine Ahnung, haben die wahrscheinlich das schon gesehen. Denken dann jetzt auch, ja, jetzt macht der Vollpfosten das auch noch. Ja, ist ja total langweilig und der labert eh nur Scheiße. Ja, und deswegen mache ich Diablo 2. Ich weiß nicht warum, ich habe es früher so gesuchtet. Und ja, Diablo 1 habe ich nie gespielt, deswegen kann ich da irgendwie keinen Vergleich rausziehen oder irgendwie, dass jetzt Personen aus Diablo 1 hier mit drinne sind. Weiß ich nicht. Guten Tag. Halt die Klappe. Ja, aber ja, mal gucken, was Diablo 2 uns so bringt. Ich weiß es ja. Und vielleicht macht es euch ja sogar Spaß, hier zuzugucken. Aber auf jeden Fall sprechen wir jetzt erstmal mit Varif, der uns ein paar Informationen über die Geschehnisse in Diablo 2 geben. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Ja, danke, Varif, für diese Auskunft. Der dunkle Wanderer. Diejenigen, die Diablo 2 schon gespielt haben, wissen bestimmt, wer der dunkle Wanderer ist. Die, die es noch nicht gespielt haben, lasst euch überraschen. So, und jetzt sprechen wir mal mit der da. Seid gegrüßt. Mit Akara. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr? Unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen.
Ja, danke, Akara, unsere Heilerin. Ja, und unsere erste Quest haben wir. Höhle des Bösen. Suchen Sie die Höhle in der Wildnis außerhalb des Jägerinnenlagers. Das werden wir machen. So, nochmal die Karte. Hier ist das Lager der Jägerin. Hier ist Akara, da ist unser Freund Varif, Kashia, die wir später noch ansprechen müssen. Chasi, die Schmieden, wo wir die Sachen halt reparieren können und so. Und Git oder Moment. Auf jeden Fall der Glücksspielhändler, wo man, ja, Git, sage ich doch. Wo wir ja auch Sachen kaufen können, so wie bei Akara und Chasi. Allerdings hat er noch das Glücksspiel und da können wir auch gute Sachen finden. Vielleicht. Hütet euch, die ihr gegen mich seid. So, noch als kurze Info. Ich bin der totale Skelettfanatiker. Also, ohne Skelette kann ich mit Totenbeschwörer gar nicht. Das heißt, bei Flüche oder Gift- und Knochenzauber mache ich keinen einzigen Punkt hin. Ich mache nur alles hier hin. Weil, ist halt so. Und ich bin auch der typische, ich gebe dir auf die Fresse Totenbeschwörer. Ist zwar nicht typisch, aber fast so. Und ich finde, hier sind keine Viecher. Und das ist, nee, Moment. Hier sind keine Viecher und das finde ich sehr komisch. Hier sind ja wirklich keine Viecher. Hallo? Naja. Das ist nicht gerade praktisch. Ah, ein Zombie. So. Ich möchte gerne noch ein paar Viecher mehr. Ich meine, mit Level 1 will ich hier nicht die ganze Zeit durch die Gegend rushen. Ja. Wie gut ich ausgewichen bin. So, Schuhe, super. Das sind die besten Schuhe. Oh Gott, ist das langweilig. Lalalala. Oh, Stachelbestien. Stachelratten, so. Und den Charakter, den ihr... Nee, Moment, gar nicht wahr. Doch. Den Charakter, den ihr vorhin gesehen habt, als ich den Nekromanten hier erstellt habe. Das ist mein Zweitcharakter. Da, wo ich auch immer aus Langeweile dann weiter zocken werde. Ja, bin ich natürlich schon etwas weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja in die Comments schreiben, ob ich den auch mal zeigen soll. Aber der hier wird unser normaler Let's Play Charakter sein. So, und hier ist die Höhle des Bösen. Und falls ich irgendwas erklären soll oder so, schreibt es in die Comments, weil ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich spüre den Tod an diesem Ort. Vernichten Sie alle Monster in der Höhle. Ja, das werden wir tun. Oh. Oh mein Gott, unsere Schuhe sind
fast kaputt. Okay, unsere Schuhe sind kaputt. Eigentlich schon. Oh, ätherischer Gegenstand, wie ich das hasse. So, das heißt, wir werden bald mit Chasi sprechen müssen, um das hier... Nee, eigentlich nicht. Ich meine, die Schuhe sind echt scheiße. Ach, Mann. Ja klar, drei Stück. Wie viele denn noch? Naja, ich kann auch noch kurz erwähnen, vorhin bei dem anderen Charakter kamen irgendwie vier Bossviecher hintereinander. Und dann die ganze Zeit scheiß neue Skelette holen. Hat irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich hoffe, das ist hier nicht so ganz. Ah, und eine tote Jägerin. Wow. Hat sich echt gelohnt. Und eine Sache finde ich ziemlich ätzend. Beim Totenbeschwörer aber auch nur. Okay, beim Druiden auch, aber hauptsächlich beim Totenbeschwörer. Wenn die Skelette zu weit entfernt sind, Alter, dann verschwinden die einfach, dann sterben die. Und das ist echt sowas von nervig. Ey, Schlüssel. Aua. Boah. Hilfe. Juhu. So. Maximalschaden. Heftig. Und gleich noch ein Skelett. Nein, ich bin kein Skelett-Fanatiker. Und auch noch ein Schrein der Erfahrung. Das ist best. So, schwer wird's natürlich nur bei Totenfeuer. Also, den Boss der zusammengerotteten Viecher hier sozusagen. Weil der Boss... Also, Bossviecher sind in den meisten Fällen echt scheiße. Eine Adlerkugel, die wir nicht benutzen können, aber egal. Schön Money Money und eine Gargantula. Ist das eine die oder er? Ich denke mal, das ist ein er. So, Totenfeuer ist hier noch nicht. Ich habe immer gesagt Hexenfeuer oder so. Oder Fegefeuer. Ist aber was anderes. Los. Attack. Naja, die Skelette sind nicht besonders stark. Das ist echt tragisch. Ja, noch mehr Schuhe. Die wir auch wieder kaputt ballern können. Ah, hier, Totenfeuer. Geisttreffer. Geisttreffer ist... Naja, nicht sehr stark. So, noch fünf Viecher, vier. Boah. Au. Moment, ich wurde gar nicht getroffen, aber egal. So, erstmal alles mitnehmen. So, ein Viech noch. Der Zombie. Reicht das aus, das Vertrauen der Jägerinnen zu gewinnen? So. Jetzt haben wir die erste Quest erfüllt. Und ich würde sagen, im nächsten Video geht es weiter. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Comments, ob es euch gefallen hat oder nicht. Abonniert, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und gebt einen Daumen nach oben, vielleicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.